Hallo meine lieben YouTuber, ja und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja meine Lieben, ich bin heute zurück mit einem neuen Film und zwar kommt der Film ab morgen raus und ich zeige ihn euch jetzt schon. Ja, und bevor ich euch den Film zeige, der erscheint auf 4K, auf Blu-ray und auf DVD, also am 19. August. Und ja, heute geht es um nichts anderes, wie ihr natürlich schon gelesen habt, als um Cruella. Ja, das hier ist der Film. Tada! Ja, ich habe den jetzt schon auf Blu-ray gesichtet und es ist ein Disney-Film, Leute. Und ja, ich glaube, das ist schon sehr, sehr lange her, dass ich überhaupt einen Disney-Film geschaut habe. Und bei Cruella fand ich das einfach total cool, habe einfach gedacht, den musste sehen. Ich erzähle euch jetzt erstmal ab, wie viel Jahren der freigegeben ist, wie viele Minuten der läuft und wie die Blu-ray denn aussieht. Also, freigegeben ist der Film ab 6, wie ihr hier auch seht. Da ist das FSK-Logo mit drauf. Mitspielen tut Emma Stone und ja, sie hat hier die Hauptrolle als Cruella de Vil. Ja, dem einen oder anderen sagt der Name vielleicht auch schon was. Wenn ihr früher schon oder vor ein paar Jahren gab es natürlich auch dann eine weitere Verfilmung, 101 Dalmatiner gesehen habt. Ja, das war damals für mich so ein Megafilm, aber dazu kommen wir gleich noch. Und ja, so sieht die Blu-ray aus. Seitlich dann so. Und hinten habt ihr dann nochmal die ganzen Infos zur Story und natürlich zu den ganzen anderen Einzelheiten, ja, die da auch noch mit drauf sind. So, wenn ich das öffne, sieht das Ganze so aus, ja. Was ich schade finde, ihr habt hier kein Wendecover. Ja, dann würdet ihr das auch schon sehen. Also für die Leute, denen das wichtig ist, vielleicht ist dann ja auch die 4K-Variante was für euch. Oder vielleicht habt ihr gar keine Blu-ray und dann auf DVD sieht das Ganze dann noch ein bisschen anders aus. Die Blu-ray sieht auf jeden Fall so aus. Also sehr kreativ, ganz anders als das Cover vorne. Und finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. Ja, also freigegeben ab 6 und der Film geht ganze 134 Minuten, Leute. Das ist echt eine Menge. Ich habe den Film auch in 7.1 Sound gesehen. Also auf Deutsch habt ihr 7.1 auch im Originalton, dann auf Englisch. Das finde ich immer sehr cool, wenn ihr dann so einen Heimkinoabend habt. Ja. Und ja, mit dabei sind ganz, ganz viele Extras. Zwei Emmas, die beiden Sidekicks, Cruella Couture, die Welt von Cruella, neue Hunde, alte Tricks, Cruella 101, Pannen vom Dreh und zusätzliche Szenen. Also es ist sehr, sehr viel drauf. Und Movie Pilot hat gesagt, wild, laut und punkig. Ja, und jetzt kommen wir mal zur Story. Emma Stone begeistert in der Rolle der berühmt-berüchtigten Cruella de Vil. Die clevere Trickbetrügerin Estelle, also auch gespielt von Emma Stone, ist fest entschlossen, eine erfolgreiche Modedesignerin zu werden. Als ihr Gespür für Mode das Interesse der legendären Designerin Baroness von Hellmann, die wird übrigens gespielt von Emma Thompson, total cool, weckt, verwandelt sich Estella in die gefürchtete Cruella, der im Konkurrenzkampf um das perfekte Design alle Mittel recht sind. Ja, wie bin ich auf den Film gekommen, Leute? Also ich bin schon, seit ich sehr, sehr jung bin, Fan von 101 Dalmatinern. Ich habe den Disney-Film damals geliebt, Leute. Auch diesen Song, den Roger heißt er, glaube ich. Ne? Also Leute, ich habe das schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Ich habe den geliebt, den er da auf seinem Klavier spielt und immer wieder gesungen. Und diese ganze Geschichte, ich hatte sogar ein Plüsch Dalmatiner, also von den 101 Dalmatiner, da gab es früher so eine Serie und ich hatte dann Lucky, die hatten so ein Halsband um, also erstmal das dazu und auf jeden Fall fand ich die Geschichte immer total toll, aber ich habe da, ja Leute, wer mag schon Cruella de Vil? Ich fand diese Frau immer furchtbar und die war ja so alt und böse. Und hier habe ich gedacht, total cool, dass Emma Stone Cruella spielt, weil ich mag Emma Stone total gerne. Also
zu meiner Meinung kommen wir gleich. Sonst wird das wieder so riesig, Leute. Es ist einfach so, ich habe den Film geschaut und war echt überwältigt. Ja, also kann man nicht anders sagen. Es ist so, dass ihr in diesem Film quasi die ganze Lebensgeschichte von Cruella seht. Also wie sie als kleines Mädchen war, wie sie natürlich ja, diesen Bezug zu Mode hatte, diesen Wunsch, große Modedesignerin zu werden und alles, was damit zu tun hat, was ihr so bei 101 Martina, ich sag jetzt mal so, bei dieser Geschichte gar nicht so mitbekommt. Sie hat da zwar ihr Faible für Pelze und so und man kennt gar nicht so die Geschichte dahinter. Und ja, hier bei diesem Disney-Film ist das so, so gut verfilmt worden. Also ihr habt eine Sympathie direkt gegenüber Cruella, was mich total verwundert hat. Ich habe gedacht, naja, die ist bestimmt düster und magst du überhaupt nicht, aber gar nicht, Leute. Also total schön, wie diese Geschichte anfängt, wie man auch merkt, was sie so erlebt hat und was sie natürlich ausmacht, ist ja dieses Böse. Und hier sieht man in diesem Film, wie es dazu gekommen ist und was gemacht hat, dass das passiert ist. Und das war wirklich ein großer Schicksalsschlag. Und in dieser Geschichte seht ihr auch, dass Cruella nicht wirklich eine Familie hatte. Was es damit genau auf sich hat, kann ich euch natürlich nicht verraten, weil ihr in diesem Film sehr viele Überraschungsmomente habt. Also ihr denkt dann immer wieder so, was? Und nee, gibt's doch nicht und so. Und ja, aber auf jeden Fall ist Emma Stone ja eine ganz tolle Schauspielerin. Sie macht das mega gut. Und wie sie die Cruella spielt und so sich ihr Charakter ändert im Laufe der Jahre, das ist echt mega mit anzusehen. Sehen für die Leute, die sich auch für Mode und Co. oder die Couture interessieren, ist das natürlich mega. Für mich war das jetzt auch alles ganz neu anzuschauen. Aber auch die zwei Jungs, die sie begleiten, also es ist so, Cruella hat ja nicht wirklich eine Familie, wie ich schon gesagt habe, und die wohnen dann einfach so zusammen. Ich sage jetzt mal einfach so für euch, damit ihr es besser versteht, also so wie eine WG. Sie wohnen dann zusammen und ja, sie hat ja so in sich diese Mode zu designen und macht wirklich alles dafür. Und da sieht man so richtig, wie sie quasi als Putzmädchen sich quasi hocharbeitet, bis sie dann irgendwann die legendäre Cruella wird. Ja, und das ist alles untermalt, Leute, mit super tollen Schauspielern, die von ihr auch umgeben sind. Also Emma Stone habe ich ja schon gesagt, Emma Thompson spielt mit. Ich mag sie so gerne, Leute. Für die Leute, die jetzt nicht auf Anhieb wissen, wer sie ist, sie hat an der Seite von Arnold Schwarzenegger in Junior mitgespielt und sie ist mir so sympathisch, Leute. Ich mag die so tierisch. Und hier ist sie natürlich die Baroness und spielt eine richtig ernste Rolle, aber so gut, Leute. Also ja, also wenn ihr sie mögt, dann werdet ihr verwundert sein, wie böse sie doch sein kann. Aber immerhin noch so, ja, dass man sie halt nicht so hassen kann. Ja. Und wie die, ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht, wie ich euch das beschreiben soll. Emma Stone kennt ihr wahrscheinlich aus Spider-Man. Und da ist ja so dieses liebe Schulmädchen so von nebenan. Und hier ist sie das totale Gegenteil. Also die wird so böse. Sie hat ja diese schwarz-weißen Haare, das Make-up, wie sie fertig gemacht ist, Leute, ist der Wahnsinn. Also ich habe sie so noch nie gesehen und für mich persönlich war es ihre absolute beste Rolle. Ja, also finde ich mega. Ihr seht das hier auch, die Klamotten, die sie anhat, wie sie zurechtgemacht ist, das Make-up, das hat mich teilweise sogar an Harley Quinn erinnert. Auch so, wie sie lacht und so, wenn sie dann so den Blick hat von unten, das war Hammer, Leute. Ich kann da nichts anderes zu sagen und der Film unterhält euch durchweg. Also von Anfang bis Ende hatte ich keinen Moment, wo ich gedacht habe, oh, so, ne, ist jetzt irgendwie langweilig. Also gar nicht, Leute. Ich war selbst überrascht. Also selbst wenn ihr euch den Trailer anschaut, der sagt nichts über den Film aus, weil der ist einfach so toll.
Er ist wirklich so, so unterhaltsam und vor allem auch die Musik. Also da waren immer so bestimmte Szenen dann auch, wo sie den Raum betritt oder wo die so was Gangstermäßiges machen, sage ich mal, weil ihr ging es am Anfang ja natürlich nicht gut. Ich habe ja gesagt, also sie hat sich dann hochgearbeitet und am Anfang war das nicht immer so leicht und da hat sie so, ja, wie soll ich das sagen, ihre bösen Adern kamen dann ins Spiel. Und ja, was es mit dem Film noch so auf sich hatte, was es mit ihr und der Baroness und alles, ja, Spannendes zu entdecken gibt, seht ihr dann natürlich in diesem Film, der ab morgen im Handel ist. Und ja, wenn euch die Geschichte auch interessiert, wenn ihr Cruella mögt oder vielleicht auch schon gemocht habt in 101 Dalmatiner, ist das auf jeden Fall etwas für euch. Und ich kann einfach nur sagen, es ist kein reiner Mädchenfilm. Ja, also den könnte ich auch mit der Family angucken. Er ist freigegeben ab 6, wobei ich sagen muss, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Also für mich wäre es wahrscheinlich FSK 12, weil ja, viel da drin ist, was eigentlich schwer zu verstehen ist und so. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wenn ihr den Film schon gesehen habt, könnt ihr mir das ja mal gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr den so fandet und ob ihr euch den vielleicht kaufen wollt und natürlich auch, was ihr zu Emma Stone als Cruella sagt. Ja, also ich finde sie einfach mega. Ich freue mich riesig, dass ich den Film in meiner Sammlung habe. Und wie gesagt, Leute, den könnt ihr euch bald überall kaufen. Und ja, ich bin einfach total happy damit. Der hat mich so überrascht. Ja. Ja, Leute, ich würde sagen, das war es dann erstmal für heute. Ihr wisst jetzt um den Film Cruella Bescheid. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne den Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, meine Lieben, dann würde ich einfach sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr das Video schaut. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Also macht's gut, ihr Lieben. Ciao.